Ja, im Namen der IPPNW und Jalana begrüße ich Sie ganz herzlich hier und freue mich, dass doch so viele gekommen sind. Wir haben 4 Menschen eingeladen, von denen wir denken, dass sie geeignet sind, die Problematik rund um die Sanktionen gegen den Iran darzustellen und kritisch einzuordnen. Und die Veranstaltung wurde natürlich geplant, lange bevor es am 15.11. zur Erhöhung der Spritpreise und zum Shutdown des Internets kam. Daher versuchen wir heute Abend ein bisschen die Balance zwischen der sachlichen Analyse und der emotionalen Betroffenheit herzustellen und vielleicht sogar Handlungsansätze für uns, für individuelle Personen und für unsere beiden Organisationen zu finden. Mir liegt daran, dass es keine zusätzlichen Vorträge aus dem Publikum gibt, sondern eben die Möglichkeit für alle, möglichst viele Fragen zu stellen. Wir haben Übersetzer und Dolmetscher hier, daher, wenn Sie Fragen stellen, bitte klar und laut und deutlich ins Mikro sprechen, nicht ohne Mikro losreden. Ja, wir starten zuerst mit einer Runde auf dem Podium. Ich sage Ihnen kurz, wer hier sitzt. Das ist einmal Frau Dr. Samiri Rath, Herr Omidjezai, Herr Gerhard Baisch und Sharon Dolev. Und wir beginnen mit Frau Dr. Samiri Rath von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie hat Politikwissenschaft und Amerikanistik an der Uni Potsdam studiert. Danach war sie unter anderem Projektbeauftragte für universitäre Zusammenarbeit zwischen der Uni Potsdam und der Uni Teheran und hat bis 2015 an der Uni Potsdam als Lehrbeauftragte auch gearbeitet. Seitdem arbeitet sie bei der Stiftung Wissenschaft und Politik als stellvertretende Forschungsgruppenleiterin der Forschungsgruppe Nahe und Mittlerer Osten und Afrika. Und sie wird uns jetzt berichten oder vortragen über die Gefahr einer militärischen Eskalation am Persischen Golf. Herzlich willkommen. So, besten Dank. Mikros an. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gebeten worden, über mögliche militärische Eskalationsgefahren am Persischen Golf zu sprechen. Ich habe dafür 10 Minuten Zeit ungefähr, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich versuche mich auch an diese Zeitbegrenzung zu halten. Wo stehen wir am Persischen Golf? Wir haben gesehen, dass die Sicherheitslage sich am Persischen Golf drastisch verschlechtert hat seit Mai diesen Jahres. Wir haben eine Reihe von Übergriffen gesehen auf kommerzielle Schiffe, auf Öltanker, Konfiszierung von Schiffen und Tankern erlebt, den Abschuss einer US-amerikanischen Drohne, aber auch Angriffe direkt auf Ölanlagen, unter anderem ein sehr substanzieller, gravierender Angriff auf Saudi Aramcos Ölanlage direkt auf saudi-arabischem Boden. Das heißt, eine erhebliche Eskalation, die wir innerhalb kürzester Zeit am Persischen Golf erlebt haben. Und diese Eskalation ist in gewisser Weise Irans direkte Antwort auf eine US-amerikanische Politik des sogenannten maximalen Drucks. Eine Politik, die ein sehr weitreichendes Sanktionsregime gegenüber Iran verhängt hat und auf die Iran nun auf sehr drastische Weise reagiert. Und das ist tatsächlich ein taktischer Wandel, den wir in Iran seit April diesen Jahres, beziehungsweise seit April, Mai diesen Jahres erlebt haben. Davor hat Iran eine Strategie gefahren, die sich als Politik der strategischen Geduld formulieren ließ und auch so formuliert worden ist von der Teheraner Führung. Also strategische Geduld, die sich darin ausgedrückt hat, dass Iran es den Amerikanern nicht gleich getan hat, als sie also im Mai 2018 verkündet haben, sich nicht länger an die Atomvereinbarung halten zu wollen. Iran hat damals nicht mit entsprechenden Gegenmaßnahmen, nuklearen oder regionalen, reagiert. Aber nach einem Jahr sozusagen strategischer Geduld festgestellt, dass darauf zu setzen, dass die Europäer die entsprechenden wirtschaftlichen Erleichterungen, die Iran bräuchte, um gegen ein solches Sanktionsregime vorgehen zu können, nicht würden liefern können. Das heißt, die wirtschaftliche Situation in Iran hat sich kontinuierlich verschlechtert, also nicht nur nicht verbessert, sondern tatsächlich noch kontinuierlich verschlechtert. Und es ist den Europäern insbesondere nicht gelungen, Mechanismen zu entwickeln, um entsprechende wirtschaftliche Erleichterungen zu verschaffen, die auch der iranischen Bevölkerung zugutekommen. Das heißt, strategische Geduld ist gescheitert und Iran ist übergegangen zu einer Taktik, die sich quasi als kontrollierte Eskalation beschreiben ließe. Kontrollierte Eskalation, die sich darin ausdrückt, dass Iran zum einen Teile der Atomvereinbarung außer Kraft gesetzt hat. Das heißt, seit Mai hat Iran schrittweise in 60 Tagen Abständen Teile des Abkommens nicht mehr länger in seiner Vollständigkeit jedenfalls umgesetzt. Und auch, und das ist Teil der kontrollierten Eskalation, entsprechend am Persischen Golf Maßnahmen getroffen, die nicht nur quasi die unmittelbaren Verbündeten der Amerikaner treffen sollten, sondern auch ein klares Signal an die internationale Staatengemeinschaft senden sollten. Iran hat in erheblicher Weise von dieser Art der kontrollierten Eskalation profitiert.
Der Abschuss der US-Drohne hat gezeigt, dass die Trump-Administration jedenfalls unter den derzeitigen Bedingungen davor zurückschreckt, direkte militärische Gegenschläge auf iranischem Boden durchzuführen. Das ist für Teheran ein erheblicher Erfolg gewesen. Also im Grunde genommen haben sie, wenn man so will, Trumps Bluff gecallt, ja, also festgestellt, er schreckt davor zurück, unter den derzeitigen Bedingungen jedenfalls solche Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Teheran hat auch festgestellt, dass die Europäer, zumindest bislang, auf formaler Ebene keine Gegenmaßnahmen getroffen haben, obwohl sich Teheran offenkundig schon lange nicht mehr in vollständigem Maße an die Vereinbarung hält. Teheran ist es zudem gelungen, einige der Rivalen, wenn man so will, am Persischen Golf, nämlich einige seiner arabischen Nachbarstaaten, abzuschrecken. Wir haben erlebt, dass die Vereinigten Arabischen Emirate angekündigt haben, dass sie ihr militärisches Engagement im Jemen substanziell zurückfahren wollen. Auch das ein großer Erfolg für Teheran. Und selbst aus Riyadh, also unter Kronprinz Mohammed bin Salman, hören wir neuerdings ganz andere Töne, die eher in Richtung Diplomatie und Verhandlungslösung gehen, als die Art der eskalatorischen Rhetorik, die wir vorher erlebt haben. Für Iran ist das aber auch vor allen Dingen innenpolitisch ein großer Erfolg gewesen, also eine Demonstration von Stärke gegenüber den Kritikern im Land, die schon lange dafür plädieren, dass Iran schon längst hätte aus der Vereinbarung austreten sollen. Und das ist der wichtigste Aspekt dieser eskalatorischen Maßnahmen, Iran hat erhebliche Verhandlungsmasse für sich erzeugt. Das heißt also, wenn Teheran morgen an den Verhandlungstisch zurückkehren müsste, kommt es nicht länger mit leeren Händen zurück. Das ist eine ganz andere Ausgangssituation als im April diesen Jahres, wo also Teheran noch diese Taktik der strategischen Geduld umgesetzt hat. Mit anderen Worten, Eskalation hat sich für Teheran bezahlt gemacht. Und das ist etwas, was uns im Grunde genommen etwas besorgen sollte. Auf der anderen Seite erleben wir, dass, wenn Teheran weiter eskaliert, und es hat erhebliches Potenzial, weiter zu eskalieren, mehr zu verlieren als zusätzlich zu gewinnen hat. Und das heißt, es gibt hier ein gewisses Gelegenheitsfenster. Wir haben nämlich auf der anderen Seite eine Trump-Administration, die alle zumindest nicht militärischen Maßnahmen nahezu vollständig ausgeschöpft hat. Sie haben Iran dermaßen breit sanktioniert, dass es eigentlich kaum noch Sanktionsmöglichkeiten gibt, die Irans Wirtschaft zusätzlichen erheblichen Schaden zufügen könnten, der abschreckend wirkt. Sämtliche sensible, wenn man so will, Wirtschaftssektoren in Iran sind bereits von Sanktionen betroffen. Das fängt an mit der Automobilindustrie, mit dem Ölexport, Gas, petrochemische Produkte. Das geht aber auch weiter bis hin zu Teppichen, Gold und dem ganzen Banken- und Finanzsektor. Also in der vollen Breite haben wir hier ein Sanktionsregime, das auch in erheblichem Maße die Bevölkerung trifft. Also hier weitere abschreckende Wirkung zu erzielen, ist kaum noch möglich. Mit anderen Worten, die Amerikaner haben sich in eine Art Sackgasse manövriert, wo auch sie keinen zusätzlichen erheblichen Druck mehr ausüben können. Und das kann man durchaus als Chance sehen. Also auf der einen Seite Teheran, das nicht mehr sehr viel mehr hinzuzugewinnen hat durch weitere Eskalation, und auf der anderen Seite eine Trump-Administration, die politisch zumindest, was die politischen Mittel anbelangt, an eine Wand gestoßen ist, wo es nicht weitergeht. Und Teheran ist sich durchaus dessen bewusst, dass es im Grunde genommen über kurz oder lang keinen Weg daran vorbei gibt, dass es zu einer gewissen politischen Verständigung mit den Amerikanern kommen muss, wenn wir deeskalieren wollen, wenn wir die Vereinbarung in irgendeiner Form retten wollen und wenn Teheran wirtschaftliche Erleichterung will. Das funktioniert nicht mit russischer und chinesischer Unterstützung allein, das funktioniert nicht mit europäischer Unterstützung, das haben wir gesehen. Also die Teheraner Führung ist sich durchaus dessen bewusst, dass es zu Verhandlungen irgendwelcher Art zurückkommen muss. Es will dies aber nicht sozusagen mit leeren Händen tun, das ist sozusagen ein Resultat dessen, was wir an Eskalation am Persischen Golf sehen. Leider, und das ist wiederum die schlechte Nachricht, stehen die Vorzeichen im Moment dennoch eher schlecht. Wir erleben, dass die Trump-Administration sich eher bestärkt fühlt im Moment nach einigen kleineren, halbherzigen Versuchen, vielleicht hier zu einer Verständigung zu kommen oder erste Gespräche anzuführen. Auch hier sind die Europäer leider grandios gescheitert, muss man sagen. Dass nun also die Vorzeichen eher so stehen, dass die Trump-Administration verstärkt weiterhin auf maximalen Druck setzt. Und auch die Proteste, die wir jetzt erlebt haben in Iran, und wir werden dazu ja sehr viel mehr hören, auch von den Kollegen auf dem Podium, deshalb werde ich da jetzt nicht näher drauf eingehen. Die Proteste haben die Trump-Administration eigentlich in ihrer Vorstellung bestärkt, dass maximaler Druck funktioniert, dass dieses Sanktionsregime effektiv ist und dass es nur noch ein kleines bisschen mehr an Anstupser braucht, bevor dieses System vollkommen kollabiert. Und wenn das sozusagen die Vorstellung und Wahrnehmung ist, dann hat das ganz erhebliche Auswirkungen auch auf außen- und sicherheitspolitische Kalkulationen dieser Administration, die entsprechend sich auch auswirken auf die Verhandlungsbedingungen oder potenzielle Gesprächsbedingungen mit Iran. Die Vorzeichen stehen also leider schlecht. Wir sehen auch auf europäischer Seite mittlerweile, dass gerade Macron, aber auch die Deutschen und die Briten ganz andere Töne mittlerweile einschlagen, die eher eine weitere Eskalation beflügeln würden, als dass sie diese Atomvereinbarung retten. Ich denke, es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen, die wir als Europäer auch heute noch ergreifen könnten, um konstruktiv zu wirken, aber das würde ich auch für die Diskussion aufheben.
Das heißt, einige negative Vorzeichen. Ich rechne eher damit, wenn es dabei bleibt und keine wesentlichen Gegenmaßnahmen ergriffen werden, dass wir eine weitere erhebliche Eskalation sehen. Iran wird weiterhin Teile der Atomvereinbarung aussetzen und Iran wird höchstwahrscheinlich auch weiterhin Anschläge verüben oder zumindest indirekt versuchen, die Situation gerade am Persischen Golf, vielleicht auch darüber hinaus, zu eskalieren. Das heißt, wenn wir tatsächlich Deeskalation am Persischen Golf sehen wollen, dann führt kein Weg an einer Lösung auch des Nuklearkonflikts im Kern vorbei. Das heißt, das lässt sich nicht militärisch lösen. Diese ganze Debatte, die wir in Deutschland haben, wegen ob wir mehr Fregatten hinschicken sollen oder nicht, das wird das Kernproblem als solche nicht lösen. Das wird es verschieben in eine andere Region, in einen anderen Bereich, wo wir reagieren müssen. Das heißt, wir kommen nicht drum herum. Es ist im Kern ein US-iranischer Konflikt, der sich an der Atomfrage entbrannt hat und nun ganz massive Auswirkungen auf die Sicherheit der Region und darüber hinaus hat. Also das ist der Punkt, an dem wir ansetzen müssen. Gelingt uns das nicht, und damit komme ich jetzt auch zum Schluss, ist die Gefahr einer militärischen Eskalation erheblich hoch. Denn eine Vorstellung einer kontrollierten Eskalation ist natürlich auch eine Illusion, das wissen wir alle. Sie können Eskalation nicht vollständig kontrollieren. Es droht jederzeit außer Kontrolle zu geraten. Auch das Kalkül Washingtons wird sich sehr schnell ändern, sollte es erstmals Tote geben, beispielsweise amerikanische Soldaten zu Tode kommen durch einen nächsten Eskalationsschritt. Dann sind auch Militärschläge von amerikanischer Seite unter den derzeitigen Bedingungen sehr wohl denkbar. Denkbar ist auch, dass es uns nicht gelingt, darauf steuern wir im Moment leider zu, die Atomvereinbarung zu wahren oder Iran wieder vollständig zurückzuholen und die Amerikaner auch wieder an Bord zu holen. Das heißt, wir hätten eine Situation, in der es womöglich keine Atomvereinbarung gibt und im schlimmsten Fall Iran auch gleich ganz aus dem NPT, also aus dem Nichtverbreitungsregime, aussteigt. Das heißt, Iran würde sich in dem Fall an keine Nichtverbreitungsauflagen mehr gebunden sehen. Dann würde es im Prinzip auch gar keine Rolle spielen, ob Teheran entscheidet, Nuklearwaffen produzieren zu wollen oder nicht. Allein die Unsicherheit darüber, ob das iranische Atomprogramm eine entsprechende waffentechnische Komponente hat, würde Staaten beispielsweise wie den israelischen, die sich in besonderer Weise durch Iran bedroht sehen, vermutlich dazu verleiten, über Militärschläge gegen iranische Nuklearanlagen nachzudenken. Also auch da gibt es erhebliches Eskalationspotenzial. Dann ist es anzunehmen, dass Iran entsprechend in der Region auch reagieren würde. Und im schlimmsten Fall hätten wir dann auch einen nuklearen Rüstungswettlauf am Persischen Golf, also ein weiteres Horrorszenario, das wir uns hier zusammenbasteln dürfen. Also neben all den Krisenherden, die wir ohnehin in der Region haben, noch zusätzlich eine nukleare Proliferationskrise, also auch hier erhebliches Eskalationspotenzial. Und damit schließe ich. Vielen Dank. Ich habe jetzt schon ganz viele Fragen, aber vielleicht machen wir einiges nachher. Eine Frage hätte ich jetzt schon kurz an Sie. Ich bin meine E-Mails durchgegangen in Vorbereitung auf die Veranstaltung und finde eigentlich in jedem Jahr eine der E-Mails, droht ein neuer Krieg mit dem Iran oder wann kommt der Krieg mit dem Iran, so in diese Richtung. Sie haben es ja schon ein bisschen beschrieben, aber was ist genau jetzt anders als vor 3 Jahren oder was... Man kann es nicht auf einer Skala beschreiben oder so, aber vielleicht, wenn Sie zurückdenken, nochmal, was ist das Neue jetzt? Ich denke, das Neue ist sehr deutlich. Das Neue ist der Atomkonflikt, der in eine zweite Phase getreten ist, nämlich dass die Amerikaner aus der Atomvereinbarung ausgestiegen sind, wir seitdem erhebliche und sehr substanzielle Sanktionsrunden gesehen haben, die Europäer nicht in der Lage waren, diesem Sanktionsdruck auch nur das Mindeste entgegenzusetzen und Iran zu einer Taktik gewechselt hat, die es schlicht sozusagen aus reinem Kosten-Nutzen-Kalkül für Iran gewinnbringender macht, zu eskalieren, als sich auf Engagement und diese Art der sozusagen Kapitulation, wie es aus iranischer Sicht zumindest aussehen würde, einzulassen. Das ist das, was die Situation verändert hat. Das heißt, wir haben eine größere Risikobereitschaft, weil die Kosten andere sind. Sie stehen also mit dem Rücken zur Wand, sie haben sehr viel weniger zu verlieren. Das ist ja das Abstruse. Wir sind jetzt in einer Situation, in der selbst UN-Sanktionen gar keinen abschreckenden Effekt mehr auf Iran ausüben können, weil Iran schon so massiv sanktioniert ist, dass wir nicht mal mehr über die Vereinten Nationen irgendeine Form von Druck ausüben können. Ja? Das ist es, was sich hier verändert hat, wo Iran für sich einen Spielraum sieht, übrigens auch nicht mit dem Ziel einer militärischen Eskalation. Iran glaubt, hofft und hat entsprechend bislang sehr geschickt kalkuliert, dass es eben nicht dazu kommt, sondern dass sie ihre Ausgangsposition so ändern, dass sie unter neuen Bedingungen bestimmte Dinge verhandeln können, wo sie nicht durch die Bank durch den Kürzeren ziehen. Vielen Dank.
Sanktionen und Völkerrecht, der Atomdeal mit dem Iran und was jetzt aufgekündigt wurde und beidseits quasi missachtet wurde. Herr Gerhard Baisch, er ist stellvertretender Vorsitzender der deutschen Sektion der International Association of Lawyers Against Nuclear Arms, IALANA. Er studierte Theologie, Jura und Ökonomie in mehreren Städten und hat von 1974 bis 2010 als Rechtsanwalt in Bremen gearbeitet, mit den Schwerpunkten Strafverteidigung und Arbeitsrecht. Seit 2002 arbeitet er aber auch aktiv in der IALANA mit dem Schwerpunkt auf dem Völkerrecht und Whistleblowing, seit 2010 eben im Vorstand und ist im Bremer Friedensforum engagiert. Herr Baisch. Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich bin mit meiner Vorrednerin, Frau Samirirat, in einem Punkt sehr einig, dass eine militärische Lösung keine ist und dass ein anderer Weg gefunden werden muss. Ich bin aber, und das kann ich so grob sagen, ganz anderer Meinung, wenn Sie im Wesentlichen die Eskalation bei der iranischen Regierung sehen und meinen, die Eskalation geht darauf aus, dass man durch eine Politik der Nadelstiche sozusagen am Rande des Militärschlags entlang geht, um irgendwann zu Verhandlungen zurückzukehren. Ich sehe das anders und das will ich Ihnen jetzt in ein paar Thesen klarlegen. Die erste ist, der Iran produziert keine Atomwaffen und besitzt aktuell keine. Nachdem im Rahmen des Iran-Atomabkommens, ich sage jetzt nicht die lange englische Abkürzung, seit 2015 umfassende Kontrollen aller Atomanlagen durch die Internationale Atomenergieagentur in Wien erlaubt sind, kann die IAEA, das ist die Atomagentur, das für die Zeit seit 2015, seit das Atomabkommen in Kraft ist, und für die Gegenwart ausschließen. Der Iran ist dem Atomwaffen-Nichtverbreitungsvertrag, dem NPT, lange vor der Bundesrepublik beigetreten und hat auch in jüngster Zeit betont, diesen Vertrag nicht verlassen zu wollen. Er hat im Gegenteil im Zusammenhang mit dem Iran-Atomabkommen auch noch das Verifikationssystem, das ausgedehntere, unterschreiben müssen, das jetzt der Atomagentur in Wien erlaubt, unangekündigte Kontrollen vorzunehmen und so weiter, umfassend Zugang zu allen Anlagen und so weiter. Die jetzigen Maßnahmen, das muss man stark sehen, die im Wesentlichen sich auf eine teilweise erweiterte Anreicherung beziehen, die bleiben völlig im Rahmen des nach dem NPT, nach dem Atomwaffensperrvertrag, erlaubten Bereich und unter völliger Kontrolle der Atomagentur. Wir müssen sehen, es sind zwei Systeme, denen der Iran unterliegt. Das eine ist das Atomabkommen, das weiterhin gilt, und das zweite ist der NPT, der alle Staaten, die dem NPT beigetreten sind, sind ja fast alle der Welt, auch bestimmten Verpflichtungen unterwirft, die dahin gehen sollen, dass eben keine weiteren Atommächte Atomwaffen produzieren und einsatzbereit machen können. Der Iran hat sich jetzt in dem Atomabkommen für 15 Jahre schärfsten Einschränkungen sogar in der zivilen Nutzung der Atomenergie unterworfen, wie kein anderer Vertragsstaat des NPT, um den Verzicht auf ein militärisches Atomprogramm zu unterstreichen, glaubwürdig zu machen, wie die anderen Staaten sagen, und die harten Sanktionen des Sicherheitsrats und der EU-Staaten und der USA loszuwerden. Zweitens, das Atomabkommen war erfolgreich und gilt völkerrechtlich nach wie vor. Im Abkommen selber ist keine Kündigung oder Austritt vorgesehen. Die Konstruktion ist so: Wenn der Iran sich über 10 Jahre an die vereinbarten Einschränkungen seiner nuklearen Tätigkeit hält, werden die früheren und jetzt ausgesetzten Sanktionen zum Atomprogramm endgültig aufgehoben. Wenn der Iran aber die Vereinbarung nicht einhält, dann gibt es einen vereinbarten Konfliktmechanismus zur Prüfung der Vorwürfe und Klärung. Und dieser Prozess endet, wenn nicht vorher eine Klärung gefunden werden kann zwischen den beteiligten Staaten, letztlich beim Sicherheitsrat. Und nur wenn dieser schwere Verletzung des Abkommens durch den Iran sieht, kann der Sicherheitsrat die früheren Sanktionen wieder in Kraft setzen. Allein der Sicherheitsrat hat die Kompetenz,
das Scheitern des Vertrags festzustellen. Das ist ja auch logisch, weil er hat ja mit seiner Resolution für alle Staaten verbindlich dieses Abkommen beschlossen. Das kann kein einzelner Staat, das können auch die 7 Staaten, die beteiligt waren, nicht eigenständig wieder außer Kraft setzen. Und diese Aufhebung durch den Sicherheitsrat, das ist das Einzige, was es gibt, ist nicht geschehen. Solange gilt es. Das Atomabkommen ist bis zum Austritt der USA auch erfolgreich durchgeführt worden. Wir wissen, dass die Atomenergieagentur regelmäßig an den Sicherheit berichtet hat, dass Iran das Abkommen vollständig einhält und die vereinbarten Kontrollen auch stattfinden. Und wie es vereinbart war, hat der Sicherheitsrat 2016 auch seine Sanktionen ausgesetzt, auch die EU. Die USA allerdings haben zwar die speziellen Atomsanktionen ausgesetzt, aber nicht ihr übriges umfangreiches Sanktionssystem, das sie seit der Revolution von 1979 aufgebaut haben. Dadurch wurde insbesondere der Zahlungsverkehr aller Staaten, der schon vorher sehr eingeschränkt war, mit dem Iran auch nach 2015 weiterhin erheblich behindert. Ja, wenn man das zusammenfasst, muss man sagen, nicht der Iran verletzt das Abkommen, sondern die westlichen Partner, vor allen Dingen die USA. Im März 2018 ist der langjährige Iran-Hardliner Bolton damals nationaler Sicherheitsberater geworden und nur einen Monat später ist Trump ausgestiegen aus dem Abkommen und hat, was ihm nicht zustand, die alten US-Sanktionen wieder in Kraft gesetzt unter Missachtung des vereinbarten Konfliktmechanismus und der alleinigen Kompetenz des Sicherheitsrats. Ohne irgendeine Verletzung des Abkommens durch den Iran geltend zu machen, ein krasser Bruch des Völkerrechts. Die 3 Vertragspartner aus der EU haben zwar ihre früheren Sanktionen bisher nicht wieder in Kraft gesetzt und erklären bisher, am Atomabkommen festhalten zu wollen, sie haben aber ihre wirtschaftlichen Aktivitäten mit dem Iran praktisch beendet. Das haben wir gerade ja auch nochmal gehört. Russland und China, von denen war noch nicht die Rede, die wollen das Abkommen erhalten und haben dem Iran Unterstützung zugesagt. Sie haben ihre Handelsbeziehung auch noch nicht völlig abgebrochen. Und auch die Politik Irans geht noch auf den Erhalt des Abkommens aus. Der Iran hat mehrfach erklärt, er werde seine Verpflichtungen schrittweise aussetzen und aus dem Abkommen von 2015 gegebenenfalls sogar ganz aussteigen, sollten die verbliebenen Unterzeichner die iranische Wirtschaft nicht wie versprochen vor den neuen US-Sanktionen schützen. Sollten aber diese Zusagen eingehalten werden, werde der Iran seine Verpflichtung wieder uneingeschränkt erfüllen. Wenn unsere Leitmedien nun einmütig schreiben, der Iran verletze das Atomabkommen und sei verantwortlich für die wachsende Kriegsgefahr am Golf, und so ein bisschen habe ich das auch bei Ihnen in Ihren Darlegungen gesehen, stellen Sie die Situation, meine ich, auf den Kopf. Nicht der Iran, die USA sind die Vertragsbrüchigen und die 3 EU-Staaten werden mitschuldig, weil sie nichts gegen die USA unternehmen, um die Wirkung der völkerrechtswidrigen US-Sanktionen abzuwenden und die USA zur Rückkehr unter den noch geltenden Atom-Iran-Vertrag zu bewegen. Was aber weiter wichtig ist, die teilweise Aussetzung der Verpflichtung aus dem Atomvertrag bedeutet keine Einschränkung der Verpflichtung des Iran aus dem Nichtverbreitungsvertrag. Die jetzigen leichten Erhöhungen des Anreicherungsgrads geschehen unter den Augen und unter der Kontrolle der Atomagentur in Wien und im Einklang mit dem NPT. Solange dieses enge Kontrollregime weiter aktiv ist, besteht auch keine Gefahr, dass der Iran hoch angereichertes spaltbares Material für den Bau von Atomwaffen beiseite schafft. Das wird ja auch in der Presse immer so dargestellt, wenn der Anreicherungsgrad um 2% erhöht wird, dann bereitet der Iran seine Atomwaffenproduktion vor. Das ist alles Schwachsinn. Dann weiter zu den neuen US-Sanktionen gegen den Iran. Nach dem völkerrechtlichen Verbot des Angriffskriegs und der häufigen Blockade im Sicherheitsrat durch Vetos sind unilaterale Sanktionen in den letzten Jahrzehnten an die erste Stelle aufgerückt als neue Zwangsmittel starker westlicher Staaten. Hauptmotiv für den Iran zum Abschluss des Atomabkommens 2015 war die Beendigung der damaligen extraterritorialen Sanktionen der USA, unter denen das iranische Volk schwer gelitten hat und jetzt natürlich wiederum schwer leidet. Solche Sanktionen richten sich an ausländische Unternehmen und verfolgen den Zweck,
den US-Maßnahmen globale Wirkung zu verschaffen, unter anderem ein sanktioniertes Land weltweit zu isolieren. Und die USA, das ist ihr Hauptmittel, sie drohen insbesondere mit dem Ausschluss vom US-Markt. Besonders wirksam ist die Ausdehnung solcher Sanktionen auf den Bankensektor, weil damit alle Zahlungsvorgänge mit dem betroffenen Land blockiert werden. So sind durch die Angst der europäischen Banken vor hohen Strafzahlungen oder gar dem Ausschluss aus dem US-Markt Finanztransaktionen mit dem Iran seit November 2018 fast undurchführbar geworden. Die USA haben seit einem Jahr über die Perfektionierung der Sanktionen gegen den Iran haben ihn überzogen mit einer wirtschaftlichen Totalblockade, die sich jetzt zunehmend auch auf die Zivilbevölkerung auswirkt. Die jetzigen US-Sekundärsanktionen gegen den Iran verstoßen, also auch gegen andere Länder, sind ja welche im Gang wie Venezuela und so, sie verstoßen gegen internationales Recht. Und dafür will ich mehrere Gründe nehmen. Das erste, weil nach dem System der UN-Charta ausschließlich der Sicherheitsrat andere Mitgliedstaaten zur Sicherung oder Wiederherstellung des Weltfriedens sanktionieren darf. Die USA beanspruchen diese Kompetenz jetzt allein unter Verletzung der Charta und zwingen dazu alle anderen Staaten, sich ihren nationalen Interessen unterzuordnen, mit Maßnahmen, das sage ich jetzt, die den Weltfrieden nicht erhalten, sondern im Gegenteil brechen. Speziell die 2015 ausgesetzten Sanktionen aus dem Atomabkommen dürfen, wie ich vorhin ausgeführt habe, nur vom Sicherheitsrat wieder in Kraft gesetzt werden, was nicht geschehen ist und deswegen auch völkerrechtswidrig ist. Und zu den jetzt in den vergangenen 2 Jahren zusätzlich erfolgten totalen Sanktionen, die sind rechtswidrig, meine ich, weil Artikel 2 Nummer 7 der UN-Charta den Vertragsstaaten verbietet, in die inneren Angelegenheiten fremder Staaten einzugreifen. Das ist das sogenannte Interventionsverbot. Zu den inneren Angelegenheiten gehört nach dem Völkergewohnheitsrecht, niedergelegt in Friendly Relations Declaration, für jeden Staat die Wahl seines Wirtschaftssystems und die Ausgestaltung der eigenen Handels- und Außenpolitik. Die USA können im Rahmen der internationalen Handelsabkommen wie GATT oder WTO frei bestimmen, ob sie oder ihre Bürger mit dem Iran Handelsbeziehungen unterhalten wollen. Wenn sie jedoch durch Blockade aller Finanzströme anderen Staaten das gleiche Recht verwehren, mischen sie sich rechtswidrig in deren innere Angelegenheiten ein, besonders natürlich in die des blockierten Staats. Das hat auch der Internationale Gerichtshof 1986 in der Entscheidung Nicaragua gegen USA so gesehen und hat eine Intervention jedenfalls dann für völkerrechtswidrig erklärt, wenn ein Nötigungselement hinzutritt, das ist bei der Androhung existenzgefährdend hoher Strafen. Ich erinnere daran, dass die Pariba Bank war es, glaube ich, 8,5 Milliarden Strafe bezahlen musste wegen Verstoß gegen eine exterritoriale Sanktion. Und wenn noch der Marktausschluss durch die USA dazu angedroht ist, ist das fraglos gegeben. Das Dritte ist, Totalblockaden sind auf jeden Fall völkerrechtlich verboten, wenn der vollständige Ausschluss eines Staats vom internationalen Austausch zu einer verheerenden Verschlechterung der elementaren Lebensbedingungen für die betroffene Bevölkerung führt und einem Wirtschaftskrieg gegen die Zivilbevölkerung durch Aushungern gleichkommt. Diese Folge können menschenrechtlich keinesfalls gerechtfertigt werden können. Dazu sind die Haager Abkommen dann die Genfer Abkommen mit heranzuziehen, die ja für den Fall des militärischen Konflikts Bestimmungen enthalten, die hier nicht mal im Frieden eingehalten werden. Da sind solche Maßnahmen gegen die Zivilbevölkerung überall sanktioniert. Die deutsche Regierung und die EU lehnen extraterritoriale Sanktionen grundsätzlich ab. Sicherlich in erster Linie nicht wegen der politischen Implikationen, sondern weil sie den freien Handel beeinträchtigen. Aber dazu hin lehnen die meisten Staaten der Welt, zum Beispiel die 134 Staaten der Gruppe 77, inklusive China, also es sind insgesamt 135, und Indien, die wollen sogar ein generelles Verbot der Sekundärsanktionen. Sie sehen sie als Mittel der führenden kapitalistischen Länder, nachkoloniale Ausbeutungsprozesse aufrechtzuerhalten. Was man gegen diese Sanktionen machen will, ist schwierig, will ich in der Diskussion vielleicht noch ein bisschen erläutern. Jetzt das, wo ich mich vor allen Dingen
von Ihnen unterscheide, die US-Politik des maximalen Drucks ist auch oder sogar wesentlich Kriegsvorbereitung gegen den Iran. Es geht in den USA nicht um eine Verbesserung des Atomabkommens, wie Sie sagen, sondern um die Ablösung des gegenwärtigen Regierungssystems und die vollständige Entmachtung des Iran. Das zeigen die zusätzliche Verschärfung der Sanktionen und die Kriegsvorbereitungen am und im Persischen Golf. Zwar fordern die USA oder haben es gefordert, Neuverhandlungen des Atomabkommens, haben aber diese Forderung mit Zumutung für den Iran gekoppelt, die mit dem Komplex iranische Atomrüstung verhindern, überhaupt nichts mehr zu tun haben, was die USA natürlich auch wissen. Das kann kein Land der Erde, kann solche Bestimmungen akzeptieren. Und verheerende Luftangriffe seitens der USA und ihrer Partner, die es schon gibt dazu, sind so weit vorbereitet, dass sie jeden Tag beginnen können. Es steht zu befürchten, dass dafür nur noch der passende Anlass gesucht wird. Der Aufmarsch der US-Streitkräfte im Persischen Golf unter dem Namen Sentinel, Wachposten, ist als solche bereits eine Drohung mit einem Angriff und daher völkerrechtswidrig. Und dazu hat Trump ja ausdrücklich angekündigt, er wolle den Iran vernichten. Das Letzte, was ich dazu noch ausführen will, ist, Deutschland darf sich an völkerrechtswidrigen Aktionen gegen den Iran nicht beteiligen. Zwar blockiert gegenwärtig die SPD noch Überlegungen bei den Christdemokraten, sich an dieser Golfmission, wie sie im Moment im Gange ist, zu beteiligen. Aber klare Worte zum drohenden Irankrieg vermisst man, insbesondere jede Argumentation mit dem Völkerrecht. Im Kriegsfall stellen sich für Deutschland die Fragen viel härter und das sollte jetzt unbedingt schon diskutiert werden. Ich sage nur das Stichwort Rammstein. Wenn Deutschland sich nicht an einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der USA gegen den Iran beteiligen und sich heraushalten, also neutral bleiben will, muss es verhindern, dass deutscher Boden und Luftraum für diesen Krieg von anderen Staaten benutzt werden. Das heißt im Klartext, Überflug und Landung von Truppen und Material für diesen Krieg muss Deutschland verbieten. Die deutsche Regierung muss sogar für dennoch gelandete US-Truppen mit dem Ziel weiter in den Iran vorsorglich Lager vorbereiten, wo diese Soldaten interniert werden für die Dauer des Kriegs. So steht es in Artikel 11 des immer noch rechtsgültigen 5. Haager Abkommens zur Neutralität, das 1907 Wilhelm II. Unterzeichnet und 1910 ratifiziert hat. Auch die USA sind Vertragsstaat und beide Staaten sind noch heute an diese Neutralitätspflichten gebunden. 2015 hat das Bundesverwaltungsgericht die Beteiligung Deutschlands am Irakkrieg von 2003 als völkerrechtswidrig beurteilt, weil die Bundesregierung damals zwar immer erklärt hat, sie lehne ein militärisches Vorgehen gegen den Irak ab und werde sich daran nicht beteiligen, zugleich aber den USA und Großbritannien Überflugrechte und die Nutzung ihrer Einrichtungen in Deutschland ausdrücklich gestattet hat. Und das droht im Moment eben wieder. Deswegen kann die Forderung nur sein, dass unsere Regierung ganz klar sagt, wir werden diesen Krieg mit gar nichts unterstützen und ihr könnt hier auch mit euren Truppentransporten nicht landen. So will ich dann gehen. Ja, vielen lieben Dank für die ausführlichen Ausführungen. Was ich jetzt direkt als Frage aufkam, ja, warum läuft denn noch keine Klage oder laufen sie schon? Ja, Entschuldigung, ich kann nicht mal. Also es ist schon so, dass rechtliche Schritte eingeleitet sind durch den Iran vor allen Dingen. Der Iran hat, also was jetzt die Sanktionen angeht im engeren Sinne, ne? Er hat Klage erhoben vor dem Internationalen Gerichtshof und hat dafür einen zu Schadzeiten geschlossenen Freundschaftsvertrag bemüht. Das fand ich sehr geschickt, den die USA zwar sofort gekündigt haben, aber das hilft ihm nicht mehr. Und aus diesem Freundschaftsvertrag machen sie nun geltend, dass die Beschlagnahme von Guthaben der iranischen Banken und andere und jetzt vor allen Dingen die Sanktionen, dass das völkerrechtswidrig sei. Die USA haben versucht zu erreichen, dass dies gar nicht zur Entscheidung angenommen wird. Der IGH hat das aber getan vor einem Jahr und im Moment hat auch gleichzeitig einstweilige Anordnung getroffen
und hat verlangt, dass mindestens die Lieferung humanitärer Hilfsgüter, Nahrung, Arzneimittel, Flugzeugersatzteile und so weiter in den Iran zulässig sein muss und dass sie von den USA auch nicht mit Mitteln des Finanzmarkts, da steht ausdrücklich drin in der Einzahl in anderen, behindert werden darf. USA haben sich leider daran nicht gehalten, haben keinerlei Maßnahmen getroffen, sodass heute auch der Import von nötigen Arzneimitteln und sowas im Iran ausgesprochen schwierig ist. Also das ist die eine Geschichte, da laufen jetzt Erwiderungsfristen in dem Prozess für die USA und für Iran. Also mit einer Entscheidung ist leider in diesem und im nächsten Jahr vermutlich noch nicht zu rechnen. Aber das ist der eine Schritt. Der zweite ist, dass die von mir erwähnte Konferenz der 77 Staaten plus China, also 135 Staaten, wirklich fast eine Zweidrittelmehrheit der Staatenwelt, vor zwei Wochen in dem zuständigen Ausschuss der UN-Vollversammlung eine Resolution eingebracht haben, durch die Sekundärsanktionen und alle unilateralen, also alle einseitigen Sanktionen überhaupt völkerrechtlich verboten werden sollen. Diese Resolution ist im Moment in Beratung in den zuständigen Gremien, aber auch das scheint mir ein wichtiger Schritt, wo man sehen wird, wie sich die anderen zu verhalten. Zu befürchten steht, dass natürlich die Staaten, die insbesondere Sanktionen einsetzen, sich mit allen Mitteln zur Wehr setzen werden. Vielen Dank. Sie haben gerade schon angesprochen, wichtige Güter, medizinische Güter kommen auch schon nicht mehr rein, schon länger nicht. Wir haben auch mit Kolleginnen Kontakt gehabt. Ich war selbst letztes Jahr auch dort, wo uns das genau von unseren Kollegen ärztlicherseits berichtet wurde. Zu den weiteren humanitären Folgen haben wir Herrn Omid Jezai eingeladen. Er ist geboren und aufgewachsen in Nordwest-Iran und ist seit seiner Schulzeit journalistisch aktiv, studierte Maschinenbau und hat während des Studiums dann ein Studentenmagazin mit aufgebaut und war Chefredakteur. Dieses wurde verboten, er wurde 2011 verhaftet und musste 2012 den Iran verlassen. Inzwischen studiert er Digital Journalism und betreibt eine Website zum Iran auf Deutsch, Perspektive Iran, und leitet die Lokalredaktion Amal Hamburg, die auf Arabisch und Farsi über alles, was in Hamburg los ist, berichtet. Ich freue mich, dass Sie da sind. Sie berichten uns von den humanitären Folgen der Sanktionen und Sie haben auch ein paar Interviews in den letzten Tagen gegeben, wo Sie genau berichtet haben, was gerade los ist. Da sind wahrscheinlich alle ganz gespannt drauf. Herzlich willkommen. Dankeschön, schönen Abend und vielen Dank für die Einladung. Ich habe die letzten zwei Wochen mit der Berichterstattung über die Lage im Iran, über die Proteste im Iran verbracht. Früher habe ich meine Zeit mit der Berichterstattung über die Folgen der Sanktionen im Iran irgendwie verbracht. Es fällt mir schwer, jetzt über was anderes außer den Protesten im Iran zu sprechen. Und deswegen werde ich versuchen, den Zusammenhang zwischen den Sanktionen und diesen Protesten zu erläutern. Und ich bin schreibender Journalist, deswegen lese ich Ihnen einen Text vor. Es ist nicht mal eine Woche her, dass laut Amnesty International 143 Menschen im Iran ums Leben gekommen sind, weil sie ihre Unzufriedenheit ausgedrückt haben. Laut anderen unabhängigen Medien waren sie über 300 Menschen. Während wir hier reden, sitzen über 7000 Iraner und Iranerinnen in Untersuchungshaft oder im Gefängnis. Was sie zu erwarten haben, wissen wir aus der Erfahrung. Die Sicherheitskräfte werden sie foltern, um sie dazu zu zwingen, vor der Kamera gegen sich selbst Geständnisse abzulegen. Ausländische Mächte und oppositionelle Gruppen hätten sie bezahlt oder vorgeschickt, auf die Straße zu kommen, wie das bald im Staatsfernsehen heißt. Was letzte Woche im Iran passiert ist, hat zwar in jüngster Zeit ein nie dagewesenes Ausmaß erreicht, doch an sich ist es nichts Neues.
bis auf einen aber ganz wichtigen Punkt. Und zwar der beispiellose landesweite Internet-Shutdown. Laut Internet-Monitoring-Organisationen hatte es bisher nirgendwo diese Art vom umfassenden Internet-Blackout gegeben. Und nun wissen wir, warum die Regierung diese Internetunterbrechung unternommen hat, damit niemand im Ausland mitkriegt, was tatsächlich im Iran los ist und damit niemand im Ausland mitkriegt von der tatsächlichen Dimensionen der Ereignisse im Iran. Mindestens nicht so schnell. Der fehlende Kontakt mit der Außenwelt ist genau das, was dem Regime diese fürchterlichen Übergriffe ermöglicht oder zumindest erleichtert hat. An der Stelle würde ich behaupten, dass dieser Shutdown ohne amerikanische Sanktionen nicht möglich gewesen wäre. Nicht mit der Reichweite und nicht für so eine lange Zeit, etwa eine Woche. Denn aus ökonomischer Sicht war so eine Internetsperre deswegen möglich, weil sie die Wirtschaft nicht beeinträchtigt hat. Und diese Beeinträchtigung war zu klein, um die Wirtschaft zu schädigen. Dies liegt daran, dass das Ministerium für Information und Kommunikationstechnologie, dieses Ministerium nennen Iraner total gerne das Ministerium für Unterbrechung der Kommunikation übrigens, dieses Ministerium hat es geschafft, ein nationales Netzwerk aufzubauen, wodurch die Verbindung zwischen den Banken und anderen wichtigen Wirtschaftsinstitutionen beibehalten wurde. Auch die privat scheinenden Firmen und Startups konnten während des Shutdowns durchgehend weiterarbeiten. Seit Jahren versucht dieses Ministerium, die Tech-Konzerne und Startups zu überzeugen, ihre zentralen Server im Land, innerhalb des Landes zu installieren. Es hat aber erst geklappt, als die USA es den internationalen Anbietern verboten hat, mit den iranischen Unternehmen mitzuarbeiten. Da blieb der Tech-Szene nicht anderes übrig, als ihre Plattformen auf Server innerhalb des Landes zu verlegen. So haben die iranischen Varianten von Amazon und eBay Kleinanzeigen sowie die größte Flugticketanbieter des Landes noch Geschäft gemacht, während über 95% der iranischen Bevölkerung keinen Zugang zu der globalen Welt hatte. Blickt man auf die Protestwelle Ende 2017, Anfang 2018 zurück, sieht man, dass die Internetunterbrechung damals nur einige Stunden gedauert hat, weil die Wirtschaft die Schäden nicht durchgehalten hätte. Um die Sache deutlich zu machen, verantwortlich für den Tod all dieser unschuldigen Menschen ist ohne Zweifel derjenige, der diese Verbrechen begangen hat, nämlich die Islamische Republik. Doch ohne vorläufige Trennung des Landes von der Welt, die nur anhand Internetunterbrechung möglich war, wäre dieses Verbrechen viel schwieriger auszurichten gewesen. Viele dieser unschuldigen Menschen haben ihr Leben verloren, weil sie sich getraut haben, sich gegen die etablierte strukturelle Korruption innerhalb des iranischen Regimes auszusprechen. Staatliche Korruption im Iran hat nicht erst mit dem islamischen Regime angefangen, sondern sie hat sich mit der modernen Geschichte des Landes entwickelt. Es gibt kaum Narrationen über den Übersturz des Schah-Regimes, in denen wirtschaftliche Korruption als ein wichtiger Grund des Aufstands nicht erwähnt wird. Es kann aber kein Zufall sein, dass fast alle riesengroßen Korruptionsfälle im Land nicht nur in der Zeit der schweren Sanktionen gegen den Iran zustande kommen, sondern auch direkt oder indirekt mit diesen Sanktionen zu tun haben. Die bekanntesten Menschen, die wegen Korruptionsverdacht im Gefängnis sitzen, waren eigentlich an dem illegalen Ölexport beteiligt. Sie waren sogar das Instrument der damaligen Regierung, also Ahmadinejad, und seine Verwicklung ins Ölgeschäft. Sie haben aber auch ihre staatlichen Partner betrogen und werden über kurz oder lang zur Todesstrafe verurteilt, ohne dass das Geld, das sie der iranischen Bevölkerung geklaut haben, irgendwann zurückfließt. Sanktionen sind der beste Vorwand gegen Transparenz. Die Regierung dürfe die Ölexporte des Landes nicht öffentlich machen, denn sonst werde enthüllt, dass man überhaupt Öl verkaufe, heißt er in der Zeit der Wirtschaftsembargos. Wie dieses Öl exportiert wird und über welche Kanäle verkauft wird, darf die Öffentlichkeit sowieso nicht mitbekommen.
Während der von den Sicherheitsrat der Vereinigten Nationen und der Europäischen Union gesteuerten Sanktionen zwischen 2006 und 2016 waren die Ressourcen der Regierung niedrig und es war nicht möglich, alle Verbrauchsgüter zu importieren. Die Lösung war, das Budget zu rationieren und nur die Grundwaren importieren zu lassen. Und das durfte nur bestimmte auserwählte Elite. Diese Elite hatte gute Kontakte in die Sicherheitskräfte oder in andere mächtige Teile des Regimes. Sonst wäre es fast unmöglich gewesen, eine Genehmigung zu bekommen. Und eben diese Leute, denen der Staat vertraut, sind korrupter als alle anderen Iraner. Nur ein Beispiel. 2012 legte die damalige Gesundheitsministerin offen, also die einzige Frau, die in der Geschichte der Islamischen Republik in der Position gewesen ist, sie hat offengelegt, die rationierten finanziellen Mittel, die für Medikamentenimport vorgesehen waren, wurden für Import von Reizsätteln ausgegeben. Warum und wofür diese gebraucht waren, weiß keiner. In einem anderen Fall hatten teure Menschen mit dem Medikamentsgeld Luxus-Rennwagen importiert. Auch hier sind ohne Frage der korrupte Staat und dessen korrupten Anhänger verantwortlich. Doch die Grauzone, die sich durch wirtschaftliche Sanktionen bildet, ermöglicht diesen Leuten solche Geschäfte. Zusammengefasst, die strukturelle Korruption der iranischen Elite hat sich in der Zeit der Sanktionen etabliert und vertieft. Und sie ist nicht mehr einfach umkehrbar. Selbst wenn irgendwann die Sanktionen eingestellt werden, kostet es viel Zeit, Mühe, Geld und Ressourcen, bis die Strukturen wieder repariert sind. Darüber hinaus werden in dieser Zeit Vermögen einer Bevölkerung verschwendet und geraubt. Eine Bevölkerung, die bereits jetzt nicht reich ist und nur über beschränkte Ressourcen verfügt. Das ist die bittere Wahrheit, die der Vorstellung vieler Iraner und Iranerinnen nicht entspricht. Iran wäre das reichste Land der Welt, heißt es sowohl in Propaganda des Regimes als auch in Propaganda der Opposition. Unter den härtesten Sanktionen der Geschichte, wie die amerikanischen Machthaber sie gerne nennen, haben jüngere Iraner und Iranerinnen keinen Grund, im Land zu bleiben. Das unerbitterliche Schicksal aller ihrer Ideen, aller der Projekte, die sie entwickeln wollen, ist die Niederlage. Sie dürfen sich mit der ganzen Welt nicht austauschen. Sie dürfen die Möglichkeiten der freien Welt nicht nutzen. Sie dürfen kein Geld überweisen oder überwiesen bekommen. Wollen sie trotzdem irgendwas im Land machen, sind sie dazu gezwungen, mit dem Staat zu kooperieren. Einige machen das auch. Sie lassen sich von dem Regime instrumentalisieren. Sie entwickeln Konzepte, die sich im Endeffekt gegen das eigene Volk wenden, wie bei den letzten Protesten, das nationale Netzwerk. Die meisten machen aber was anderes. Sie verlassen das Land. So verliert ein Land seine Humanressourcen, und zwar vor allem die Qualifizierten, die Besten. Man wandert ungern aus, in der Hoffnung, irgendwann zurückzukehren und das eigene Land wieder aufzubauen. Diese Zeit kommt für die meisten aber nie, auch aus privaten Gründen. Selbst wenn das Land irgendwann frei wird und die Sanktionen aufgehoben werden, haben diese Ausgewanderten ein neues Leben angefangen, haben viel erreicht und sind erfolgreich geworden. Viele Menschen haben die Kapazität nicht, ihr Leben zweimal von Null anzufangen. Der Iran, in dem die Bildung sowieso nicht gut gestaltet ist, verliert unter anderem wegen Sanktionen seine klugen Köpfe, sein Humankapital, das sich nur schwer reproduzieren lässt. Und dadurch werden Iraner und Iranerinnen ärmer, nicht nur im wirtschaftlichen Sinne, sondern auch im menschlichen. Zwei Parolen waren in der jüngsten Protestwelle im Iran mehr als die anderen zu hören. In der ersten forderten die Protestierenden den Staat auf, gegen Korruption zu kämpfen. Und in der zweiten ging es um die Außenpolitik. Weniger Geld für Palästina, für Bashar Assad, für den Irak und für Libanon ausgeben und stattdessen sich um eigenes Volk kümmern. Das war die Aufforderung. Die iranische Bevölkerung hat durch die Erfahrung eins gelernt. Wenn dem Staat das Geld fehlt, wird nicht die finanzielle Hilfe, die an ausländische Verbündete fließt, gestrichen, sondern der Staat wird versuchen, durch eine Benzinpreiserhöhung oder Ähnliches diesen Mangel auszugleichen, also durch mehr Druck auf einfache Menschen. Die Amerikaner schätzen das aber immer noch anders ein.
Danke. Vielen Dank für diese eindrucksvollen Schilderungen. Letztes Jahr war das auch so, dass wir viele junge Medizinstudierende getroffen haben, die schon ziemlich gut Deutsch konnten und sofort gefragt haben, wo wir arbeiten, ob wir einen Kontakt herstellen können und genau, ob sie das Land verlassen können. Es war zumindest auffallend bei den, in der kurzen Zeit, die ich dort war. Können Sie vielleicht noch mal so ein bisschen beschreiben, oder vielleicht haben Sie Kontakt gehabt, wer war jetzt auf der Straße, welche Bevölkerungsschicht, wer hat protestiert, warum? Das ist auch schwer einzuschätzen, vor allem wegen dieser Internetsperre. Wir bekommen erst mit, was eigentlich passiert ist, wie viele Leute ums Leben gekommen sind und so weiter. Aber es ist, also es ist zu vermuten, dass die Leute, die vor allem von diesen Sanktionen und von dieser wirtschaftlichen Misere betroffen waren, die waren auf der Straße. Wir haben gesehen, dass in wohlhabenden Nachbarschaften und Bezirken Teherans, wo 2009 viel los war, waren wenige Leute auf der Straße, sondern in den Ränden, in Kleinstädten, in Siedlungen, in der Nähe von Teheran oder in der Nähe von Großstädten. Und es ist davon auszugehen, dass die Unterschicht und die Mittelschicht, untere Mittelschicht auf jeden Fall protestiert haben, vor allem. Okay, vielen Dank für diese Einschätzung. Die Brücke zur nächsten Vortragenden ist nicht ganz so leicht herzustellen. Sharon Dolev wird uns wieder, also von den kleinen persönlichen Berichten, auf eine große politische Ebene mitnehmen, zum Projekt einer atomwaffenfreien Zone im Nahen und Mittleren Osten. Die israelische Friedens- und Abrüstungsaktivistin ist Gründerin und Leiterin der israelischen Abrüstungsbewegung und vertritt die Kampagne zur Ächtung von Atomwaffen ICAN in Israel, die 2017 mit dem Friedensnobelpreis gewonnen hat. Sie engagiert sich im MITO-Projekt, das ist der Middle East Treaty Organization, für eine atomwaffenfreie Zone im Nahen und Mittleren Osten. Und in den letzten Jahren war sie Direktorin von Greenpeace in Israel und in der Vergangenheit Koordinatorin der Meretz-Partei in Israel. Letzte Woche war sie aber auch an der UN-Konferenz für eine atomwaffenfreie Zone im Nahen und Mittleren Osten, hat teilgenommen und wird uns ein bisschen berichten. Herzlich willkommen. Thank you very much. I hope most of you can understand my English. There's so much to say, and thank you for having me, and thank you for the interpreters that make me understood. First, I would like to correct one important thing. What we're talking now is no longer about a nuclear weapon free zone in the Middle East. We're talking about weapons of mass destruction free zone in the Middle East, in short WMD, and that's important. It's not just nuclear, it's all weapons of mass destruction, and take it into consideration because there is usage of weapons of mass destruction, mainly chemical weapons, in the recent years in the Middle East, and it's very important. I'm coming now from New York, from a groundbreaking historical event when 23 states from the Middle East sat in the center of the table in a UN conference for the establishment of a weapons of mass destruction free zone in the Middle East, with some of the European, mainly the nuclear armed states, sitting on the margins when the main discussion is in Arabic, as it should be, since it's the language the vast majority of the Middle East speak. The nuclear armed states at the margins and as observers, and the Middle East is leading talks towards a WMD free zone in the Middle East. There are several reasons why it's so important, and also several reasons why I'm very happy and proud to be part of civil society that pushed for it. The power of civil society, even in the Middle East, is great, and I think something that we should all
take some encouragement from. From 1974, we hear calls for first a nuclear weapon free zone in the Middle East, and then for a weapons of mass destruction free zone in the Middle East. Mainly from Iran and Egypt, they were the leaders of this call in 1974. In 1995, the Non-Proliferation Treaty, in short the NPT, had come to its limit, and the state parties, most of the parties in the, most of the states in the world, needed to decide whether they continue with the NPT, will the NPT continue or stop. If the Non-Proliferation Treaty would have stopped, it might have meant a nuclear arm race, a world, global nuclear arm race. It was extremely important to make a decision for the continuation of the NPT. For that, the Arab states and many other states have come with a demand. Israel, a nuclear armed state, was not part to the NPT. The states demanded that in order to continue the NPT, the NPT has to decide on a nuclear weapon-free zone in the Middle East. The decision was made because it was either making this decision or not having the NPT. But there is one big problem with this decision. And this problem is highlight a problem that we see until today. The one state that could deliver this decision, Israel, was not in the room, is not party to the NPT. How did the states could make a decision about a state that is not there and does not abide by the NPT? It doesn't have to, because it's not part to. That showed, this very important decision, showed something that we see until today. When it comes to the Middle East, the world doesn't mind. When it comes to the Middle East, Europe, US, the big states, the big powers are willing to say anything as long as they get their way, and the Middle East is not being consulted with even. And I'll show you I'll show you soon what I mean. The decision was made in 95, a great decision, a nuclear weapon free zone in the Middle East. No one can really deliver this decision. Yet, every year, every time the NPT states meet, they keep talking about it, keep demanding it. In 2015, the states at the NPT could not reach a final document, and that's usually considered to be a bad thing. The states are not in agreement, the NPT is in jeopardy. If the NPT is failing, are we about to see a new nuclear arm race in the Middle East? The reason that the NPT couldn't reach a final agreement was because the nuclear armed states in the room, when the NPT was signed in 1970, promised to disarm. All states were supposed to disarm from nuclear weapons. Only until now, the nuclear armed states are not willing to even talk about a timeline. When will they solve, when will they be able to sit and say, in 20 years, in 25 years, in 200 years, we're willing to give up our nuclear arms? Not even what are the conditions. In what conditions will the superpowers will be willing to give up on their nuclear arms? So what do these very important states, the permanent states in the Security Council of the UN do in 2015 when they see that they cannot reach a final document because they do not want to disarm? In the last 2 days, they turn to the Middle East, decided to solve the problem of the Middle East in the last 2 days of 1 month meeting. And of course, in 2 days, they could not solve the Middle East. And then to blame it on the Middle East for the failure of the 2015 NPT review conference. Now, if that happens again, we might witness some of the Arab states withdrawing from the NPT. We might see a nuclear arm race in the Middle East. And I think that if that, God forbidden, happens, it will remind the rest of the world that the NPT is not in a bubble, it's actually part of the world, and actually there is no such thing as the Middle East, it's West Asia, North Africa. The Middle East is a Western concept. And it's shown us, especially civil society, that in such delicate matters as nuclear weapons, we really can't leave it to the hands of the states. They're simply not equipped, and definitely don't have
don't have enough responsibility to deal with nuclear weapons the way they do. There's a lot to say about the ICAN campaign for the Berne Treaty, but we can see that now that the nuclear Berne Treaty has been opened for signatures and more states are signing to it. We know that in 2020, in May 2020, again the states, the nuclear armed states, will be very, very stressed because of it. It's amazing to see the US, Russia, China, England and France so stressed about civil society. Actually, for the first time you saw these superpowers. Usually us activists are demonstrating outside the room when they're sitting and talking, and you can see for the first time the ambassadors of these superpowers kind of demonstrating outside the room with civil society. So there's no way to think that in 2020 they will behave in a bit more responsible way. At the same time, we have an obligation as people that actually live in the Middle East to find a solution, right? A solution for weapons of mass destruction in the Middle East. What we kept hearing in the last at least 20 years from panel after panel after panel, mind you, mainly of European talking about the Middle East, is that it's impossible. But also the states from the region started to say the same thing. It's impossible. A weapon of mass destruction free zone is simply impossible for several reasons. Why? One, the states do not speak to each other. Two, the states in the region do not, some of them don't even acknowledge the right of Israel to exist. The states in the region do not believe or trust the international organizations. And basically there's no such thing, and that's why it's so important, there's no such thing in the world as a weapon of mass destruction free zone. There are nuclear free zones, but there's no zone free of weapons of mass destruction, not as a declaration. So we decided, in civil society, we decided to check why do they say that it's impossible. And for a few years we did a series of roundtables and meetings with the diplomats. It's not easy, and it's a long story if one day we'll have the time, of how we got to talk to all of them, especially as an Israeli, how do I talk to Iranians, to the Arabs, and so on. And it might surprise you, but for me as an Israeli activist, it's much harder to talk to the Israelis. Even the Iranians found it easier to talk to me than the Israelis. But we made our own map of obstacles. Why do they all say that it's impossible? Why do they also say that it's impossible to write a treaty for a weapons of mass destruction free zone? Well, to make a long story short, it's not impossible. Here it is. So when we mapped the obstacles, we realized that the main reason for the belief, for the common belief that it's impossible, was lack of goodwill. All the obstacles were solvable apart from one thing. They never imagined that they actually can achieve it, and they didn't want it. Israel definitely don't want it, as the possessor of all weapons of mass destruction outside the treaties. Israel has no obligation actually to disarm, and therefore is very happy where it stands, believing that if we will not talk about it, we can still have the monopoly, the nuclear monopoly in the Middle East. The Arab states enjoy in some ways the fact that it's very easy to point a finger at Israel in all the international organizations, definitely felt comfortable enough until Iran, until the pressure from Iran started, and then Saudi Arabia started to talk to Pakistan about. I mean, there are so many other escalations in the Middle East that nobody's talking about because everybody's so busy to talk about Iran with its non-existent nuclear weapons program. They did have it, but since 2003 there's no other, there's no new evidence. And Europe, the Americans, the Russians, they're happy to dwell or to deal with the Middle East. They're enjoying the torn Middle East. They're exploiting the Middle East. And even when you're talking about peace or Iran, they're still exploiting the Middle East. And the biggest exploiter, as I said, using the Middle East so they don't have to disarm. Once we realized that the obstacles were not as big as the states believed they were, we started with checking if it's possible to write a draft treaty, the same draft treaty that they said that it was impossible, in order to make sure that nobody knows who wrote it, especially not that it came from Israel.
we asked a British organization to send it around. The British organization BASIC sent it to the Israelis, to the Arabs, to the Iranians, and to international organizations. Thinking that it comes from England, most of them said that it's a good text. It's workable. And then we took it to the UN. We sat in front of all these states and asked them to start imagining the possible. We called our side events, all our side events, achieving the possible. They said it's impossible, we said it's possible, and we showed a roadmap. The nice thing was that the conversation started. And again, to make a very long story short, we started our own track to negotiations. The same people that said it was impossible came to the room, people that represent the states in the Middle East, but they came to a room when they came in their own personal capacity, under secrecy. Nothing should have leaked from this room, where enemies sat and imagined together the possible. A bit after that, we published our second and then third draft. This is the third draft. The third draft is after many negotiations. And we asked the states to consider to sit and talk. And it was amazing. From a discourse on obstacles, they moved to a discourse of possibilities. The STEM players that used to focus on just the impossible, attacking each other, not talking to each other, sat together, and on the third day of the first big roundtable that we have of negotiations, they said that they do not want to talk about the obstacles anymore. They want to talk about next steps. They want to talk about how do we make this work. And this is what happens when the Middle Easterns talk to each other, because it's our region, our home, our place, and we have the obligation to fix it. One of the things that is very important for us is that every room that we work on the draft treaty, there is a majority of Middle Easterns, no longer Europeans. I mean, it's unbelievable. The amount of panels I've walked in to see only Europeans talking about the Middle East without one Middle Eastern speaking is unbelievable. I mean, it's like going to a room full of men talking about breastfeeding. It doesn't work anymore. It's now up to us to talk about us, with the help of the Europeans. I mean, it's not that we don't need you. There's still room for you. Don't feel behind. The November conference had 23 states from the region, the 22 Arab League states and Iran. The four nuclear-armed states were there. The US and Israel boycotted the November conference, but that's not a bad thing. And why is it not a bad thing? With the US and Israel in the room, when the decision is that everything is being taken by consensus, Israel and the US in the current atmosphere would have blocked the discussion. But to look at the glass three quarters full, the states that were there, just because they're not Israel or the US doesn't mean that it's not a miracle that they were there. Saudi, Yemen, Iran, all sitting in the same room, talking in a constructive way, that is history. And that's amazing. And to be in that room was a privilege. Sadly, civil society at the large was not able to be in the room. And I'm very proud to say that we were asked to be in the room, which was amazing, that they would consider us and want our input in the room. Mind you, I am Israeli. I was the only Israeli in the room. That's just the beginning. The November conference was the first UN conference for the zone, and every year there will be new. Every year it will convene again until there will be a zone. What we are doing next? In order to make sure that this draft treaty is getting better and better and dealing with the issues, and for them to have a room to meet in their own personal capacity and continue these talks, we're planning two or three meetings for the state parties, but as I said, in their own capacity, with Israelis, with those who are usually not in the room. These meetings only take place in Europe. They cannot take place in the Middle East. We started a program for young women students from within the Middle East. So in the room, they're not just men always, but more and more women feeling free to talk about it. And again, and I'll finish with that and to leave time for questions. And again, it's extremely important to remember,
when you think that you don't have the power to change and things are too big and some topics are better left to the governments. No, nothing should be left to them. They're really not equipped. Thanks. Thank you very much, Sharon. That's impressive, and I'm always motivated to hear from such good examples that you, that you motivate us all in civil society organizations to keep on pushing. So in your eyes, all the connections you made now with on the ground and grassroots and other campaigners and NGOs in the region, what role could these connections, what role could this treaty play in the current situation? How does it fit together? What chances are there? What positive hope could there be? We are very ambitious. The Middle East Treaty Organization was working really, we call it under the carpet, for a long time before we could come out in 2017 in front of the states and say who we are and what we want from them. For us, weapons of mass destruction is the one thing probably that could have put all these states in one room, meaning the most maybe explosive material or topic is the one thing that does put them in the room. We think that once they're in the room and talking in a constructive way, once we are able to finalize our dream in the Middle East Treaty Organization, METO, and that's to actually have a building for our organization, for the states to meet, and for civil society to meet, that the weapons of mass destruction will be just the beginning of the conversation. The Middle East has several issues, burning issues, starting from climate change, water security. I mean, the way that we look at security is a bit different than the states look at security. We look at water security as a regional issue. We're looking at epidemics as regional issue. We're seeing opportunities for these states to start working together on small projects when they solve problems together. So it's a very, I know it's not, it sounds like a dream, but a year ago, when we said that we want the states to sit and talk, also people laughed at us. I don't think that anyone is laughing now. I mean, it is happening. So you can laugh now about our dream that this will be the beginning of a Middle East Union. But, you know, maybe in 10 years, you'll come to the building. It will be a beautiful building. We have it in our mind. And that will not be, we will not be able to do this without the help of civil society from around the world wanting to talk not about the Middle East, not to the Middle East, but with the Middle East. And you're all welcome. Thank you. I guess we've heard that. So, jetzt würde ich gern den Panelisten zuerst noch die Chance geben, noch auf irgendwas zu antworten, was jemand anders auf dem Panel gesagt hat. Irgendwie noch ergänzende Bemerkungen. Für Sie war es am schwierigsten, weil Sie nicht hören konnten, was die anderen gesagt haben. Möchten Sie noch eine Frage stellen, noch was ergänzen? Ich würde gern was ergänzen. Einige Punkte, die Omid gemacht hat, weil ich die für überaus wichtig halte. Wenn das okay, würde ich dazu noch mal gern das ein oder andere sagen. Ist das an? Ja. So besser? Okay. Ich muss mich sowieso, glaube ich, bei den Dolmetschern entschuldigen. Das muss ich immer nach jeder Veranstaltung, weil ich zu schnell spreche. Ich bemühe mich, langsamer zu reden. Aber ganz wichtige Punkte, die Omid gemacht hat, und ich möchte das nochmal verdeutlichen und verstärken. Ich glaube, es ist wichtig, nochmal festzuhalten, dass die US-amerikanische Politik nicht die Ursache für politische, gesellschaftliche oder wirtschaftliche Probleme in Iran ist. Ein Großteil dieser Probleme ist auch in einem sehr großen Ausmaß hausgemacht. Aber diese Politik des maximalen Drucks hat diese Probleme erheblich verschärft. Und darauf würde ich gerne nochmal in einigen Punkten eingehen. Omid hat einige dieser Punkte schon genannt, inwiefern diese Art des breiten Sanktionsregimes negative Auswirkungen haben kann in Bezug auf nationale Kapazitäten und Internet-Shutdown, in Bezug auf Brain Drain, alles Dinge, die es schon vorher gab, aber die, wie gesagt, auch verstärkt worden sind. Diese US-amerikanische Politik des maximalen Drucks wird ja häufig beschrieben als Unterstützung für die iranische Bevölkerung.
Es hat aber mit einer Unterstützung der iranischen Bevölkerung de facto nichts zu tun. Dieses Sanktionsregime hat mit gezielter Sanktionierung nichts zu tun. Es ist so flächendeckend, dass es die gesamte iranische Gesellschaft auf die eine oder andere Weise trifft, bis auf einen kleinen, geringen Teil, der von Schmuggel und irregulären Handelskanälen profitiert. Ein ganz kleiner Teil dieser Bevölkerung. Der Großteil hat unter dieser Art von Sanktionsregime zu leiden. Und es ist gewissermaßen zynisch zu glauben, es bräuchte eine Art externen Impetus, um die Iraner auf die Straße zu bringen, damit sie sich gegen dieses System erheben. Wir haben seit Jahrzehnten Proteste in Iran, es gibt seit Jahrzehnten Unzufriedenheit in diesem Land aufgrund von einer Reihe von Problemen, die, wie gesagt, hausgemacht sind. Es braucht diesen externen Impetus nicht und es braucht vor allen Dingen nicht diese Art von Geiselnahme, wenn man so will, einer gesamten Bevölkerung für außenpolitische Zwecke. Diese Politik ist kontraproduktiv, weil sie Teile der Mittelschicht erodiert, die also durch den Währungsverfall teilweise ihre Vermögen verloren haben. Die iranische Mittelschicht, die ein wesentliches Rückgrat der iranischen Zivilgesellschaft ist, eine sehr starke, eine sehr vibrante, sozusagen sehr vitale Zivilgesellschaft, die in ihren Aktivitäten durch diese Art der Sanktionspolitik eingeschränkt wird. Um ein ganz banales Beispiel zu bringen, der Preis von Papier ist explodiert in Iran. Das heißt, Sie haben Autoren, Künstler, Journalisten, die Probleme haben, ihre Produkte überhaupt publizieren zu können. Das sind ganz konkrete alltägliche Einschränkungen ihrer Arbeit, die eine Auswirkung dieser Sanktionspolitik sind. Preise für Medikamente sind explodiert, weil sogar der humanitäre Warenverkehr, obwohl er eigentlich offiziell nicht sanktioniert ist, in der Praxis nicht stattfindet. 20-30% Erhöhung von medizinischen Preisen, Probleme für Iraner an Paracetamol oder Krebsmedikamente anzukommen, Probleme für Iraner, sich Fleisch leisten zu können, weil innerhalb eines Jahres die Preise von Fleisch, rotem Fleisch, um fast 60% gestiegen sind, Haushaltskosten um 20-30% gestiegen sind. Das heißt, Erosion der Mittelschicht, und deswegen finde ich den Punkt von Omid auch so wichtig, der auch ein bisschen länger schaut, was hat das für langfristige Konsequenzen auf eine Gesellschaft, die so unter Druck gerät, die ohnehin von Hause aus schon unter Druck ist und nun von außen sozusagen zusätzlich unter Druck gerät. Und das ist, glaube ich, nochmal eine wichtige Ergänzung, große Teile der unteren Einkommensschichten in Iran erleben nun eine größere Abhängigkeit vom Staatsapparat, eine größere Abhängigkeit von direkten Cash-Handouts, das heißt, strukturelle Armut wächst. Und daher ist auch diese Idee, dieser Gedanke, und da sollte uns eigentlich Irak schon längst eine Lehre gewesen sein, dass diese Art von Sanktionsregime zu mehr politischen Aktivitäten führt, ein wenig irreführend, weil sie die Abhängigkeit eigentlich unterer Schichten erhöht. Sie können in autokratischen Regimen gewaltsam gegen Proteste vorgehen, sie können das eine Woche machen, zwei Wochen, drei Wochen. Es wird immer schwerer, je länger solche Proteste anhalten. Es ist für jeden, auch autokratischen Staat, schwierig, auf Dauerrepression aufrechtzuerhalten. Wenn Sie aber ein System haben und einen Sanktionsapparat, der dazu führt, dass große Teile der Bevölkerung existenzielle Nöte haben, dann wird es schwer, diese Leute monatelang auf die Straße zu bringen und monatelang dafür zu sorgen, dass sie sich für ihre Interessen und für politische Freiheiten einsetzen. Was ich sagen will ist, wenn es dazu kommt, dass Iranerinnen und Iraner größere politische Freiheiten sich erarbeiten, erkämpfen auf den Straßen, dann nicht wegen der amerikanischen Sanktionspolitik, sondern trotz dieser Sanktionspolitik. Und ich glaube, das ist wichtig, im Moment auch gerade für uns in dem deutschen Diskurs nochmal klarzumachen, dass das eine Politik ist, die wir von europäischer Seite nicht unterstützen können. Das ist das, was wir von europäischer Seite über Monate gehört haben. Aber ich höre im Moment ganz andere Töne. Ich habe die Befürchtung, dass es mehr und mehr Europäer gibt, die glauben, dass diese Art der Sanktionspolitik effektiv ist, die Protestbilder sehen und glauben, das Regime ist kurz vor dem Kollaps und deswegen mehr und mehr auch in eine Richtung schwenken, die, und sehr denke ich, so verstehe ich auch Omid, langfristig gesehen desaströse Folgen haben und eben keine Unterstützung sind für die iranische Bevölkerung. Vielen Dank. Herr Cesari, wollen Sie noch was ergänzen oder noch einem der drei Mitpanelisten antworten? Ja, ich bin da total dabei, dass die Sanktionen die Zivilgesellschaft auf keinen Fall unterstützen, dass sie sogar die Zivilgesellschaft zerstören, was sie über Papierpreis und solche Sachen erwähnt haben. Die Sanktionen sind nicht der Grund und die Ursache der Proteste. Sie haben das auch, also es ist nicht einfach zu sagen, dass die Proteste in dieser Zeit stattgefunden haben, damit zu tun haben, dass das Land unter Sanktionen ist, das kann man nicht sagen. Auf der anderen Seite, was Sie gerade gesagt haben, dass diese Probleme hausgemacht sind, das stimmt auch, das gilt auch für Papierpreis.
also das Papier ist teuer, weil der Staat korrupt ist, weil das Geld, was für Papier ausgegeben worden sollte, werden sollte, wird für was anderes ausgegeben. Auch, das gilt auch für Medikamente. Das Beispiel, das ich vom Jahr 2012 erwähnt habe, stimmt immer noch. Vor allem ist das Gesundheitsministerium und der Gesundheitsbereich korrupter als alle anderen, weil es da noch Geld gibt. Und in anderen Bereichen gibt es gar nicht Geld. Also diese Probleme, die auch langfristige Folgen haben, das gibt es, und Sanktionen haben auch Wirkung drauf, aber die sind auch immer noch hausgemacht, und mit den Sanktionen hätte man viel besser umgehen können, wenn der Staat nicht korrupt gewesen wäre und nicht gegen eigene Zivilgesellschaft, nicht gegen eigenes Volk so hart vorgehen würde. Vielen Dank. So, Herr Beisch, möchte noch eine Ergänzung? Ja, ich wollte, keine Ergänzung. Ich wollte was sagen zu dem Thema Wirksamkeit von Sanktionen, weil das ist eigentlich, kann man ganz kurz abmachen. Es hat Untersuchungen dazu gegeben über alle Sanktionsregime der letzten 100 Jahre, sei jetzt vergröbernd, und die hat dazu geführt, dass nur in 5% man überhaupt diskutieren kann, ob eine gewisse oder gar eine erstrebte Wirkung eingetreten ist. Diese Mittel sind, meine ich, nur Mittel, um ein Regime-Change, den man gewaltsam heute nach der UNO nicht mehr durchführen kann, um ihn doch noch irgendwie durchführen zu können oder sich einzureden, das könnte funktionieren. Also ich teile da voll Ihre Auffassung, dass das ein völlig ungeeignetes Mittel ist, um die Bevölkerung aufzubringen, ihr eigenes Regime zu stürzen. Es wird sich eher noch zusammenschließen, nach meiner Einschätzung, je heftiger die Sanktionen durchgesetzt werden. Aber es geht in den USA, meine ich, gar nicht mehr um die Sanktionen, Aufhebung der Sanktionen. Sie wollen das erzwingen, und ich fürchte, sie wollen es notfalls militärisch tun. Schon wieder falsch. So, okay. Sharon, do you want to say something in addition to what you've heard just from about before? The sanctions. Yeah. The sanctions on Iran were for a very long time corrupting, especially the hospital, the cancer treatment. The amount of levels of life that they hurt the people in Iran shows that, in a way, you can almost look at it as another weapon of mass destruction, meaning it hits the many without discrimination. What Iran government is doing with how they allocate, this is a different story, but this is not up to the states that decided on the sanctions. I wonder how easy it was for those governments to put sanctions on a state of people that look like them, mainly white people. I think it's much easier to put sanctions on North Korea, on Iran, on the same people, on those people who doesn't look like us, talk like us, makes it easier. In this round of sanctions, this round of sanctions came after Iran did uphold to the agreement. The Iran deal was not a bad deal. Do you know how I know that it was not a bad deal? Because the Israeli intelligence, the Israeli authorities, the Israeli Atomic Energy Commission thought it was not a bad deal. The only person that thinks it's a bad deal in Israel is the Prime Minister. And the reason he needs it to be a bad deal is to keep Iran as the biggest threat on Israel for his own seat. I'm not saying here that Iran behavior around the region is responsible or something to applaud, but neither ours. The Iran deal put Iran under verifications and compliance that no other state before was willing to go through.